Die Geschichte der Ruffles ist eine Legende, eine lebende Legende. Eine Legende, die noch leben wird, wenn jede Menge anderer lebender Legenden längst tot sind. Wir präsentieren Ihnen heute mit besonderem Stolz die fast legendäre Story der vier Filzköpfe, Dirk, Nasty, Steak und Barry, die die 60er Jahre dazu machten, was sie heute sind. Die berühmten Ruffles. Aus dieser Straße, ganz in der Nähe des Rutland Cavern Clubs, kam der fabelhafte Rutland Sound, kreiert von den vier Filzköpfen Dirk, Nasty, Steak und Barry, die eine musikalische Legende schufen, länger als eine Zigarettenpause. Sie wurden von ihrem Manager Leggy Mountbatten in einer Karaoke-Disco hier in der Nähe entdeckt. Ihre erste Platte wurde in 20 Minuten aufgenommen, für die zweite brauchten sie sogar noch länger. Heute Abend untersuchen wir die Legende der Ruffles. Ihr Leben, ihre Lieden, ihre Musik. Wir untersuchen die Probleme, die sie dazu machten, was sie heute sind. Und wir werden einige ihrer ehemaligen Mitarbeiter fragen, ob sie wirklich die netten Kerle waren, für die sie jeder hält. Wir werden viele fragen, die sie kannten, wer sie wirklich waren und wer sie... Untersuchen wir die komplette Legende der Ruffles. Aber wo begann die Geschichte? Und die Antwort lautet genau hier. Denn genau auf diesem Fleck sind Ron Nasty und Dirk McQuigley das erste Mal zusammengestoßen. An genau dieser Stelle, nur ein paar Meter da drüben, lud Ron Nasty Dirk ein, ihm beim Aufstehen zu helfen. Dirk, hauptberuflich Amateurtrinker, willigte ein. Und hier, oder besser ein paar Meter dort hinten, wurde eine musikalische Legende geboren. Schon bald stieß ihr Gitarrist Steak O'Hara hinzu, ein Klassensprecher ohne festen Haarschnitt. Aber es sollte noch zwei weitere Jahre dauern, bis sie ihren Schlagzeuger Barrington Womble fanden, der sich in ihrem Bus versteckt hatte. Bei dieser Gelegenheit überredeten sie ihn, seinen Namen und seine Frisur zu ändern, um Zeit und Pomade zu sparen. Er hieß von da an nur noch Barry Worm. Come on.
Im Oktober 1961 stieß der Drogist Leggy Mountbatten aus Bolton zu ihnen. Ihm fehlte seit den letzten Stunden des Zweiten Weltkrieges ein Bein und er hüpfte seitdem in Liverpool herum. Als er noch klein war, erlaubte ihm seine Mutter niemals mit anderen kleinen Jungs zu spielen. Sein Vater war so versnobbt, dass er sogar beim Baden eine Hose trug, um nicht auf die Arbeitslosen herabschauen zu müssen. Aber es war hier, in Liverpool, wo... Aber es war in Liverpool, wo wir mit Leggys Mutter, Mrs. Iris Mountbatten, sprachen. Ja, also, wie er mir sagte, traf er immer diese jungen Männer in einem dunklen Keller. Ja. Er interessierte sich immer sehr für junge Männer. Ach so. Jugendclubs, Pfadfinder und so etwas, verstehen Sie? Ja, natürlich. Aber die da, meinte er, seien völlig anders. Wie anders? Nun ja, die Haare und ihre Ausstrahlung, ihre Musik. Mochte er die? Nein, überhaupt nicht. Er hasste sie. Ja, und was mochte er dann? Nun ja, die Hosen. Was war mit den Hosen? Nun ja, sie waren... sehr eng. Eng? Ja, man konnte alles ganz deutlich Ach, sehen. Deutlich. Ja, wirklich alles. Quasi völlig durchsichtig. Sonnenklar. Ja, ja, danke schön. Ja. Also enge Hosen. Nichts blieb der Fantasie überlassen. Ja, danke. Ich befinde mich hier in der unanständigsten Straße der Welt, der berüchtigten Reeperbahn in Hamburg. Für vier hungrige Arbeiterjungen gibt es schlimmere Plätze als das Gefängnis. Und der Rat-Keller in Hamburg ist einer davon. Hier schließlich fanden sie sich wieder, fern von der Heimat und fern von allem Talent. Hier drinnen, dahinter ist es, wo sie eigentlich spielten. Also begleiten Sie mich jetzt hinein. Oder, wie die Deutschen sagen, mit mir gekommen inside. In jenen frühen Tagen gab es noch einen fünften Rattle, Leppo, ein Freund von Nasty aus der Kunstschule, der üblicherweise im Hintergrund stand. Er konnte zwar nicht Gitarre spielen, aber er wusste, wie man ordentlich einen drauf macht. Und in Hamburg war das auch das Wichtigste. Ich befinde mich jetzt im Original-Rattkeller. Und tatsächlich, hier sind auch einige der Original-Ratten. In dieses enge Hinterzimmer pflegten Dirk, Steak, Nasty, Barry und Leppo zur Entspannung zu kommen. Wenn sie nicht gerade dabei waren, die anderen Ratten zu unterhalten, die oben im anderen Rattkeller am Essen waren. Hier hatten sie ihr Bed and Breakfast. Das ist das Bett. Das Breakfast ist natürlich schon längst nicht mehr da. Von Nagetieren zernagt, von Mäusen zerkaut, mit einem Wort von Ratten zerfressen. Übrigens, Rattkeller heißt eigentlich wörtlich im Deutschen Keller voller Ratten. Damit ist nicht etwa ein Ratseller gemeint, ein Rattenverkäufer, also jemand, der zum Lebenserwerb Ratten verkauft, verfälscht und in Umlauf bringt. Natürlich nicht. Es bedeutet einfach ein Keller voller Ratten. Ja, wirklich, man könnte geradezu sagen, es war ein Keller voller Ratten. Im Oktober 19... Hallo? Ach, Herrje, ich habe eine Ratte im Hosenbein. Im Oktober 61 hoppelte Leggy geschäftig durch London und versuchte, ihre Bänder zu verkaufen. Also, eines Tages stolzierte dieser seltsame Bursche in mein Büro hinein. Er war bei jedem im Musikbusiness gewesen und wirklich jeder hatte ihm die Tür gezeigt. Er wollte auch meine Tür sehen, aber das habe ich ihm verweigert. Stattdessen erlaubte ich ihm, mir Fotos und Tonbänder der Gruppe Rattles zu zeigen. Sie waren ziemlich wüst, aber es war was dran. Was war dran? Also, ich glaube, es waren die Hosen. Also, mir gefielen die Hosen auf Anhieb. Naja, ich komme aus der Modebranche und weiß schon so einiges über Säume und Nähte und so weiter. Und die waren einfach irre. Dick Jaws, ein arbeitsloser Musikverleger ohne jegliche Fähigkeiten, verpflichtete sie gleich auf Lebenszeit. Glück gehabt, würde ich sagen. In seiner Autobiografie Ein Keller voller Gäus beschrieb Leggy Mountbatten die Begeisterung der ersten Stunden. Als sie im Go-Kart zum Ruhm brausten und die Fähre über den Mercy River nahmen, ins Land des Reichtums, des Wohlstands und der gebrochenen Herzen. Leggy steckte sie in Anzüge, er steckte sie ins Plattenstudio und er brachte ihren Steckbrief in die Presse. Für die Rattles war der Erfolg nur noch einen Wimpernschlag weit weg.
jagten mich. Sie fingen mich. Sie verprügelten mich. Und wer? Nur die kleinen Mädchen. Und einer hat mir furchtbar ins Ohr gebrüllt. Ich fragte Mick Jagger, wann er zum ersten Mal von den Ruttles gehört hat. Wir lebten damals, wie Sie wissen, im Müll. Wir hatten überhaupt kein Geld. Und dann sahen wir, naja, da waren diese Ruttles in der Glotze mit Mädels, die ihn dauernd nachliefen. Wir dachten, das kann doch nicht so schwer sein. Das schaffen wir auch. Was sind Ihre Pläne? Ich möchte gern ein Friseur sein. Oder zwei. Ich möchte gern zwei Friseure sein. Zuerst, als ich die Ruttles traf, kamen sie runter zu uns nach Richmond. Und sie, also wir waren gerade mit unserer Nummer fertig. Ich glaube, das war, soweit ich weiß, ein Sonntag. Da standen sie einfach da, in ihren schwarzen Anzügen. Sie kamen gerade von einer Fernsehshow, denke ich. Und sie standen einfach da, als ob sie uns auschecken wollen. Wir waren ja immerhin die Konkurrenz. Und dann stellten sie sich vor, weißt du, Dirk, Stick, Nasty und Barry. Ich hätte ganz gern eine Panzerdivision. Oh, sie waren sehr nett, weißt du. Sie hatten ja auch schon von uns gehört, weil wir sind ja die Antwort des Südens auf die Ruttles gewesen in der Zeit. Was Ron und ich vorhaben, ist wahrscheinlich ein paar Songs zu schreiben, wissen Sie, und an Leute zu verkaufen. Wir haben schon ein paar Songs für die Rolling Stones geschrieben und sie kaufen sie wahrscheinlich. Das konnte Dirk wie sonst keiner. Er war ein wahnsinniger Songdealer. Weißt du, er war immer dabei, einen Song zu verkaufen. Er konnte einen Song an jeden verkaufen. Eigentlich war das kein Problem für ihn, überhaupt nicht. Die sind da runtergefahren und, wir waren gerade am Proben und sie fragten, wollt ihr einen Song kaufen? Und wir sagten, ja, klar. Weil wir damals noch keine geschrieben haben und die Ruttles waren immer berühmt für ihr Hit-Material, Potenzial. Die waren prima. Dann rannten sie um die Ecke ins Pub und dann haben sie den Song geschrieben, einfach so da in der Ecke. Und dann kamen sie zurück damit und spielten ihn vor und er war grauenvoll. Wir haben nicht im Traum daran gedacht, sowas aufzunehmen. Es war eine arbeitsreiche Woche für die vier Filzköpfe, als das Fieber namens WrestleMania England überrollte. Am Montag kamen sie an zu einem öffentlichen Empfang des Bürgermeisters ihrer Heimatstadt Liverpool. Eine Danksagung Liverpools an seine berühmten vier Söhne. Am Dienstag schwappt die Ruttles-Welle auf London über. Die Ruttles-Fans überfluten den Piccadilly und bringen den Verkehr in London zum Stillstand. So etwas hat es seit dem Krieg nicht mehr gegeben. Aufgepasst, Mädels, hier kommen die Ruttles. Und für einige ist das Ereignis einfach zu viel. Keine Sorge, sie ist sicher im Arm des Gesetzes. Als erstes erscheint Ruttles und Prinzessin Margaret, begleitet von ihrem Ehemann Lord Snowden, Tony Armstrong Jones. Ihre Majestät selbst ist zugegen, um die Ruttles zu einem glanzvollen königlichen Anlass zu begrüßen. Der alljährlichen königlichen Gala-Vorstellung. Dankeschön, vielen Dank, danke. Und jetzt möchten wir eine Nummer bringen, die einer ganz besonderen Lady gewidmet ist. Sie ist heute hier, Barrys Mama. Und jetzt ohne weiteres Drumherum, hier ist euer ganz persönlicher Dirk McQuickly. Shoot me down in flames if I should tell a lie. Cross my heart, I promise that it's true. I've been in love so many times before, but never with a girl like you. With a girl like you to hold and be beside. With a girl die Queen ist ein Ruttles-Fan und sie genoss die Vorstellung in vollen Zügen. So sehr, dass sie mittwochs gleich zu ihr nach Hause gingen und den Orden des britischen Empires empfingen. Gut gemacht, Jungs. England ist stolz auf euch. War es nicht eine Ehre, die Queen zu treffen? Ja, muss wohl so sein.
Was fragte sie euch? Sie fragte uns, wer wir sind. Und was und habt ist ihr dann gesagt? Rausgegangen. Ich sagte, ich sei er. Und ich fühlte mich mehr wie er. Fühlst du dich besser, nachdem du bei der Queen warst? Nein, du fühlst dich besser, nachdem du beim Arzt warst. Bei meinem Arzt bestimmt nicht. Stimmt, bei deinem Arzt nicht. Was tut ihr als nächstes? Lass uns zu dir gehen. Doch wer rastet, der rostet. Und ein richtiger Ruffle will spielen. Also fliegen sie am Donnerstag nach Amerika, um herauszufinden, ob sie mehr sind als nur Eintagsfliegen. Ihre Sorgen waren überflüssig. Auch Amerika liebt seine Ruffles, vielleicht sogar noch mehr. 10.000 Mädchen sind hier, um den vier Typen aus Liverpool Hello zu sagen. Es war die glanzvollste Ankunft hier an den Küsten seit den Tagen von Christopher Columbus. Hallo ihr alle. Danke Nach sehr. Kurzer Hi. Begrüßung der Presse fahren sie ins Herz von Manhattan, um ihren ersten Blick auf New York zu werfen. Moment mal. Ah, das ist der Murray the K. Der hat eine weiche Birne, wie es klingt, hä? Na kommt schon, Flushing Animals, was wollt ihr noch wissen? Was wollt ihr von mir hören, wenn ihr mich anruft auf 555-260 und sagt, ihr wollt irgendwas anderes hören als die Ruttles? Dann komme ich mal nachsehen, ob ihr noch richtig tickt. Verlasst euch drauf, denn heute ist Ruttles Day und morgen werden sie hier sein und über ihre Hosen reden und vielleicht noch was anderes, denn es ist ein mächtig, mächtig wichtiger Tag hier im Flushing. Wir werden sie mit einer Riesenmenge Applaus empfangen, klar. Ich weiß, ich kann dich hören, aber ich weiß genau, was du jetzt sagen willst. Ich kann deine Gedanken lesen, Baby. Die Szene ist hier in Flushing. Die Augen der ganzen Welt liegen auf Flushing. Denn die vier Filzköpfe kommen morgen in die Stadt und reden über ihre Hosen. Also ich weiß nichts davon. Du vielleicht? Oder? Nö. Nun zurück ins Hotel zu ein wenig Spaß, Spiel und Entspannung. Da ist Tee drin. Wir frühstücken. Wir tragen den Tee. Weißt du, sehr gutes wir Frühstück. Tun Wasser in den Tee. Da ist der Tee. Ich hab's gehört, da rein. Mami? Und ein das ist der Arbeitsalltag von Englands fröhlichen Botschaftern in Sachen Musik, den Ruttles. Und was ist mit dir, Barry? That's show business. Ich stehe hier tatsächlich vor dem tatsächlichen Hotel, in dem die Ruttles tatsächlich nächtigten. Es war 64, tatsächlich in diesem Raum dort. Genau gesagt, in diesem tatsächlichen Raum sprach ich tatsächlich mit dem tatsächlichen Paul Simon. Ich sah die Show und erinnere mich, wie Ed Sullivan sagte, beruhigt euch, Leute, beruhigt euch, alle mal Ruhe bewahren. Ihr wisst doch, wir hören sonst nichts oder irgendeine blöde Warnung und sie eröffneten die Show und ich glaube, sie beendeten sie auch. Was ich eine ziemlich scharfsinnige Planung von Ed Sullivan fand, weil es hätte einen ja richtig sauer gemacht, die ganze Show auf die Ruttles zu warten und so. Naja, jeder sah doch die Show diese Woche nur an, um die Ruttles zu sehen. Also, gestern und heute wurde unser Theater von Zeitungsleuten und Hunderten von Fotografen aus aller Welt überrannt. Alle teilen die Aufregung, die diese Boys aus Liverpool verursachen. Diese Gruppe nennt sich die Ruttles und wird uns heute Abend gleich zweimal unterhalten. Jetzt gleich und nochmal am Ende der Show. Ladies und Gentlemen, die Ruttles! Lasst mal was hören, Leute! Hold my hand.
Musik der Ruttles hatte mittlerweile auch die Aufmerksamkeit respektabler Kritiker errungen. Die London Times nannte sie das Beste seit Schubert. Sir Brian Morrison ist bereits seit 30 Jahren ordentlicher Honorarprofessor für Musik an der Universität in Oxford. Wir fragten ihn, wie gut waren die Ruttles musikalisch gesehen? Stanley J. Kramerhead der Dritte Junior ist gelegentlicher Gastprofessor für angewandte Narkotika an der Wie-es-euch-gefällt-Universität in Kalifornien. Und er ist ein profunder Kenner der Popmusikgeschichte. Wir fragten ihn, wie gut waren die Ruttles musikalisch gesehen? Hören Sie, sehen Sie mal, musikologisch sowie ethnologisch waren die Ruttles in ihrer Essenz imperative Melangisten eines rhythmisch radikalen, jedoch verbal passiven und temporär transzendentalen lyrischen Inhalts. Abgerundet durch historisch gesehen innovatives melodisches Material. Transponiert und transpiriert durch die Angst aus Rutland-Erfahrung, die sie quasi emporhob aus letztlich Alpha-Exponenten, von im Wesen eher Beta-Potential harmonischem Material, bis hinauf zu den primären Kulturexponenten einer oleokadensischen kosmischen Stanzerform. Aber so richtig sagen konnte es uns eigentlich auch. Also flogen wir nach New Orleans, um herauszufinden, wie teuer es eigentlich ist, solche Dokumentarfilme zu machen. Ich stehe hier an den Ufern, den sogenannten Banks des Mississippi. Vor uns die Citibank. Ich stehe hier an den Ufern, den Banks des Mississippi in Louisiana. Der Wiege des Blues. Das ist schwarze Musik, hauptsächlich von Weißen. Und wir sind hier, um die schwarzen Ursprünge der Ruttle-Musik zu erforschen. Ich sprach mit Blind Lemon Pie. Weißt du, alles, was ich kann, habe ich von den Ruttles. Von den Ruttles, tatsächlich. Ja, einfach alles. Aber Sie haben doch sicher schon in den 30er Jahren Blues gesungen, oder nicht? Nein, da habe ich bei der Eisenbahn gearbeitet. Ich war schon 30 Jahre bei der Bahn oder länger, bis ich von den Ruttles hörte. Und da beschloss ich, das ist meine Art Musik. Und ich machte Schluss mit der Bahn und wurde Musiker. Und seitdem bin ich am Hook. Also, wo kommt die Ruttle-Musik ursprünglich her? Von nebenan. Von nebenan? Nebenan, vom Ruttling Orange Peel. Jawohl. Bei mir haben die Ruttles angefangen. Sie haben das alles von mir, jedes kleine bisschen. Wie meinen Sie das? Na ja, sie kamen hierher und nahmen alles mit, was ich je geschrieben habe. Die vier Typen aus Liverpool waren in diesem Haus. Er lügt. Ich lüge nicht. Ich lüge nicht. Jedes Mal, wenn Sie hier einen Dokumentarfilm über weiße Musik drehen, sagt er, er hat alles erfunden. Hab ich auch. Letzte Woche. Hat ja angeblich die Everly Brothers erfunden. Und Frank Sinatra. Hab ich. Und Pavarotti. Hab ich. Eigentlich lügt er immer. Ich habe das Gefühl, dass wir unsere Zeit hier in New Orleans eher verschwenden. Ganz abgesehen von den Kosten. Trotzdem wirklich reizend hier, na, oder? Er lügt wie ein Weltmeister. Aus New Orleans zurück nach Liverpool. Manche Leute sagen, ihr seid nicht mehr so viel in Liverpool, jetzt wo ihr berühmt seid. Dass wir weggeblieben wären, wir sind bloß nicht hergekommen. Manche Leute sagen, es ist 6 Monate her, seit ihr das letzte Mal hier wart. Nein, das würden manche Leute sagen. Ganz egal, es waren 6 Monate. Das sagst du, warum fragst du mich nicht, wo ich gewesen bin? Und wo warst du? Sag ich nicht. Nasty hatte inzwischen einen Buchbestseller geschrieben und veröffentlicht. Out of Me Head, aus mein Hirn. Nur ein Medium wartete noch darauf, erobert zu werden. Das Kino. Das änderte sich 1965 mit A Hard Day's Ride. I might look, I must be in love. I feel rich, la, la, I feel poor, la, la, la. I'm in doubt, la, la, la. I feel sure, la, la, la. I might look, I must be in love. Any time of the day, I can see her face. When I close my eyes, oh, she's a dream.
Roger McGough ist ein Dichter aus Liverpool. Er ist Autor mehrerer Werke über, in und um Liverpool. Darunter der River Mersey Sound, geht die Liverpooler Szene. Und zwei seiner Gedichte finden sich in der Oxford-Sammlung englischer Dichtung des 20. Jahrhunderts. Er wurde in Liverpool geboren, ging zur Schule in Liverpool, heiratete in Liverpool und seine Fußballmannschaft heißt natürlich Borussia Dortmund. Er ist Mitglied von The Scaffold, einer Komödiantengruppe, die in den frühen 60ern im Cavern Club auftrat. Und während dieser atemberaubenden Jahre lebte, schrieb, liebte er, sah Fußball und trank in Liverpool. Roger, kanntest du eigentlich die Rutters? Oh ja, ja. Roger McGough, Poet aus Liverpool, Schriftsteller, Autor, Humorist, Lebenskünstler und ein Mann, der die Rutters kannte. Australien, Kanada, Babylon. Die Rutters waren nun Welterfolge. Sie waren auf Du und Du mit den Reichen und Erfolgreichen. Ihre Fotos waren überall. Ihre Namen zierten 1000 Produkte, von T-Shirts bis zu Strapsen und Kissenbezügen. Leggy wurde von Souvenirfabrikanten belagert. Wir sind sicher, dass jedes Mädchen in Amerika irgendwann mal mit einem Ruttel schlafen will. Ja, wir haben eine komplette Serie von Ruttel-Produkten, alle lieferbereit. Das Ruttel-T-Shirt, den Ruttel-Teller, die Ruttel-Tasse, die Ruttel-Akne-Cremes, die Ruttel-Haarklammern. Zusammen eine komplette Ruttel-Produktlinie und alles, was ich von Ihnen will, ist Ihre Zusage und... Wir sind im Geschäft. Wir sind im Geschäft? Ich liebe Ihre Art zu arbeiten. Brian Tai war ein Top-Plattenproduzent in London 1962. Mr. Tai, man kennt Sie seit vielen, vielen, vielen Jahren als den Mann, der die Rutters abgelehnt hat. Ja, das stimmt. Sie sagten, dass Gitarrengruppen out seien und in den 60ern keine müde Maß mehr machen würden. Ja, das habe ich gesagt. Sie haben sich all die Millionen Plattenverkäufe und hunderte goldene Schallplatten durch die Lappen gehen lassen. Ja, das stimmt. Was ist das für ein Gefühl, so ein Arschloch zu sein? Was? I grew up in the country, beside a chicken shack. So I left for the city and I didn't look back. Now I'm living in hope, living in hope, living in hope. Yes, 1965, am Höhepunkt des Ruttle-Fiebers, kehrte ihr Drummer Barry Warm, der Schlagkräftige, nach Liverpool zurück, um seine Jugendliebe zu heiraten. Die Kirche war von Ruttle-Fans überfüllt, die alle nur die Ruttles aus der Nähe sehen wollten. Drinnen in der schwach beleuchteten Kirche wurde Barry von seiner Verlobten getrennt und landete bei einer anderen Braut. In diesem Durcheinander wurde Barrys künftige Braut, die 23-jährige Metzgereigehilfin Brenda Leola, versehentlich an eine Gruppe von Schotten aus Hull verheiratet. Das inspirierte Barrys fesselnden Song When You Find the Girl of Your Dreams in the Arms of Some Scotsman from Hull. Hallo, London hier. Und hier von London aus schalten wir jetzt direkt um in die Schweiz. Zum zweiten Film der Ruttles, Ouch, gedreht in Farbe und Color. An Originalschauplätzen und deshalb sehr, sehr teuer. Ouch, you're breaking my heart. Ouch, I'm falling apart. Ouch, 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 ouch. When we first met, I must admit, I fell for you right from the start. Now when we meet, how can we change? It seems a
upset the apple cart. All kinds of English beans upset the apple cart. Out, don't you let me out. You don't hurt me out. Che Stadion, benannt nach dem kubanischen Guerillakämpfer Che Stadion. Und hier geschah es, 1965, dass die Rattles, naja, nicht hier auf dem Parkplatz, versteht sich, aber dort hinten, hinter mir, in diesem Stadion geschah es, dass die Rattles 1965 in ein total vollbesetztes Haus kamen, ausverkauft. Ich kann mich noch gut erinnern, wie sie damals auf das Feld rausgerannt kamen und man konnte sie irgendwie gar nicht sehen. Sie waren so weit weg und das sah aus, die waren meilenweit... Mein Wald weg und man wusste gar nicht, sind es die Rattles oder sonst wer. Könnt ihr uns hören? Du konntest keinen Ton hören. Wie lange haben Sie gespielt? Ungefähr 20 Minuten. Ja, das war alles, dann war's aus. Dann sind Sie mit dem Hubschrauber zurück ins Warwick Hotel und jeder mit zwei, na, du weißt schon. 1966 standen die Rattles vor der größten Bedrohung ihrer Karriere. Nasty hatte offenbar in einem viel zitierten Interview behauptet, dass die Rattles größer wären als Gott. Und er fügte hinzu, Gott habe noch nie einen Schallplattenhit gehabt. Die Story verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Amerika. Viele Fans verbrannten ihre Platten, noch mehr verbrannten ihre Finger bei dem Versuch, ihre Platten zu verbrennen. Die Plattenverkäufe schossen in den Himmel. Die Leute kauften Platten nur, um sie zu verbrennen. Aber eigentlich war das Ganze nichts als ein scheußlicher Irrtum. Nasty hatte im Gespräch mit einem leicht schwerhörigen Reporter nichts weiter behauptet, als dass die Rattles größer wären als Rod. Und Rod Stewart brauchte in der Tat noch 8 Jahre, bis er groß war. Das ist alles, was ich gesagt habe. Ist doch kein Grund, so einen Aufstand zu machen. Und was glaubst du, beweist das? Es beweist, dass ihr alle doof seid. Wahrscheinlich kriege ich noch Ärger, dass ich das sage. Nasty entschuldigte sich bei Gott, Rod und der Presse. Und die Tournee ging weiter wie geplant. Doch es sollte für die Rattles ihre letzte werden. Wir wollen und wir hoffen, dass wir ein bisschen... Du weißt schon, Genesekar. Ich weiß nicht, was nach Amerika bringen werden. Am Ende begegneten sie Bob Dylan im idyllischen San Francisco, Mitte der 60er Jahre. Und er machte sie mit einer seltsamen Substanz bekannt, die bald einen enormen Effekt auf sie haben sollte. Tee. Trotz der Warnungen, dass dies zu stärkeren Drogen führen könnte, genossen die Rattles die angenehme Wirkung des Tees. Und sie beeinflusste ihr größtes Werk, Sergeant Rattles Only Darts Club Band. Natürlich ist das Wichtigste, was mir beim Sergeant Rattles Album einfällt, stoned zu werden und das mit Kopfhörern zu hören, weißt du?
Vor allem diesen einen Akkord, der ewig weiterging, weißt du? Die Veröffentlichung dieses Albums, einem Meilenstein der Popmusikgeschichte, trug wesentlich zu einem idyllischen Sommer voller Glöckchen, Blumen und Teetrinken bei. Seine Musik brachte Tausende dazu, mit Tee zu experimentieren. Allmählich kam die Presse dahinter und gab Dirk Gelegenheit zum Dement. Es liegt nicht an mir, wenn du zu mir kommst und mich fragst, sag ich die Wahrheit, denn es ist die Wahrheit. Ich habe Tee gehabt, jede Menge Tee, ja. Sehr viel Tee. Indischen Tee. Und Biskuit. Dirks Geständnis entfesselte einen Skandal. Die Presse zäumte wieder mal das Pferd von hinten auf und ritt damit das Thema zu Tode. Viele Popstars wurden wegen Genuss und Besitz von Tee festgenommen. Nasty selbst wurde von Detective Inspector Brian Plant verhaftet, der vorsichtshalber seinen eigenen Tee hatte. Sofort kam es zu einem gewaltigen öffentlichen Protest gegen die Willkür der Polizei. Und die London Times brachte einen ganzseitigen Aufruf für die sofortige Legalisierung von Tee. Die Ruttles erschienen inzwischen weltweit live im Fernsehen vor einem Publikum von 200 Millionen. Mit einem Song, der wie kein anderer das Lebensgefühl der Zeit perfekt zum Ausdruck brachte. Tee war in aller Munde. Eine ganz neue Form hier, also sozusagen mal was ganz anderes als Kirchenmusik. So, wir sind gleich wieder da mit Prince Charles. Also bleiben Sie dran, bis gleich nach der Werbung. Love Life ist in vieler Hinsicht die Hochwasserstandsmarke Ihrer Karriere. Von hier aus verweht Sie der Sand des Schicksals und lässt unsere Helden zurück angeschwemmt am Ufer der Zeit. Unablässig hin und her gespült von den Gezeiten der Geschichte. Als erstes wurde Leggy Mountbatten zunehmend zum Problemfall. Er war emotional immer sehr abhängig von ihnen gewesen und jetzt, wo sie nicht mehr auf Tournee waren, hatte er viel weniger zu tun. Natürlich hatte er auch noch andere Künstler unter Vertrag, die Machismo Brothers, Arthur McKnee und die Kniescheiben, sowie die französischen Beach Boys Les Garçons de la Plage. Doch seine Entscheidung, Geld auf Stierkämpfer als Abschreibungsmodell zu setzen, plus sein exzentrisches Privatleben, in Kalifornien war er verhaftet worden, als er eine Luftmatratze mit einem Kuss zum Leben erwecken wollte, gaben zunehmend Anlass zur Besorgnis. Ich fragte Mick Jagger, ob er sich dieser Tendenzen bei Leggy bewusst war. Oh ja, Leggy, ja, ja. Ist das ein Scherz, oder? Leggy ist ziemlich viel rumgekommen und ich meine, das ist okay so, ja, ja. Weißt du, das ging so lange, bis er auf die Stierkämpfer abgefahren ist. Und das war die Ära damals. Und dann haben sie irgendwann von ihm einfach die Schnauze voll gehabt. Und er wusste nicht mehr, was er tun sollte im Leben. Ich denke, sie wollten die Kontrolle behalten, ihr eigener Herr sein. Steak war mittlerweile unter den Einfluss von Arthur Sultan geraten, dem berühmten Mystiker aus Surrey. Und Sultan hatte Steak in seine Arbeit mit Klopfgeistern eingeweiht. Arthur Sultan lud nun die Ruttles
zu einem ganz weit weg Wochenendseminar mit Tischrücken in der Nähe von Bognor ein. Wie üblich reiste die Presse mit. Die Sache mit Bognor ist wirklich komisch. Den Bognor Express hatten sie in den Zeitungen. Irgendjemand ist zu spät gekommen. Ich glaube, ein Mädchen. Ne? Die kommen immer zu spät. Und einer, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Nasty. Irgendeiner hat gesagt, wir würden auf dem Rattleszug mitfahren wollen. Was gar nicht stimmte. Das war überhaupt nicht wahr. Wir waren genauso neugierig, was mit diesem Tischrücken, dieser Geisterbeschwörung in Bognor los war. Wie jeder andere. Ganz genauso. Während die Ruttles dem Mystiker von Surrey zu Füßen saßen, ereilte sie unerwartet ein schrecklicher Schicksalsschlag. Hier geschah es, dass sie die schockierende Nachricht über ihren Manager erfuhren. Leggy Mountbatten war das Wochenende über müde und niedergeschlagen gewesen, unfähig, irgendwo Freunde zu finden. Und so kehrte er zurück und nahm tragischerweise eine Stelle als Lehrer in Australien an. Das war ein ziemlich komisches Wochenende. Also wirklich. Und am Ende, also, naja, da haben wir herausgefunden, dass Leggy nach Australien abgehauen war, was uns die ganze Sache versaut hat. Die Nachricht schlug bei den Ruttles wie eine Bombe ein. Sie waren geschockt und sprachlos. Naja, wir sind geschockt. Ja, geschockt. Geschockt. Und sprachlos. Ja, sprachlos. Sprachlos. Hatte Arthur Sultan ein paar aufmunternde Worte für euch? Nein. Doch, ja. Ja. Und nein. Eigentlich sagte er, dass es viele Wunder zwischen Himmel und Erde gibt und dass wir uns nicht unnötig Sorgen darüber machen sollten, wo er hingegangen ist. Weißt du, wir sollten uns nicht in Schmerz verzehren beim Gedanken an Australien. Er sagte auch, dass wir in Verbindung mit ihm bleiben können, zum Beispiel durch Klopfgeister, die den Tisch rücken. Aha. Und Postkarten. Ja. Sprachlos. Es ist bemerkenswert, dass ihr erster großer Flop, The Tragical History Tour, direkt auf den Verlust von Leggy folgte. Es war nicht die stärkste Idee für einen Ruttles-Film. Vier Oxford-Geschichtsprofessoren per Anhalter auf einer Reise durch die Teeläden in der Gegend von Rutland. Der Film wurde gnadenlos von der Presse verrissen. Yeah.
sitze hier in einer gemieteten Limousine in New York. Und hier geschah es, nicht in dieser Limousine natürlich, aber in New York, dass die Ruttles 1968 ankamen und die Gründung von Ruttle Corps ankündigten. Wir sind hier in New York, um die Gründung von Ruttle Corps also Nancy und ich sind rübergeflogen gekommen im Namen der anderen Ruttles. Ja, sie konnten nicht kommen. Ja, wir bauen gerade Ruttle Corps auf. Als eine Art Unternehmen, wo die Menschen zu uns kommen können. Und wir helfen ihnen, wir geben ihnen Geld. Ja. Wenn sie Geld wollen, sollen sie einfach zu uns kommen. Ja, anstatt zur Bank zu gehen. Ja. Ja, wir wollen Leuten helfen, sich selbst zu helfen. Und genau das tat Ruttle Corps. Über viele Jahre bedienten die Leute sich selbst. Zeitweilig verloren sie täglich mehr Geld als die Regierung von England. Es gibt wiederkehrende Behauptungen, dass Ruttle Corps bankrott geht. Eric Manchester, Presseagent der Ruttles, sind diese Behauptungen wahr? Nein, 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 das ist reine Erfindung, wissen Sie, so eine Art Gerücht. Ich denke, wenn jemand Erfolg hat, trifft man immer auf solche Gerüchte. Nein. Also die Storys von den ganzen Diebstählen sind also auch nicht wahr? Nein, die sind extrem überzogen. Es ist schlimm, wissen Sie, Sachen verschwinden, aber nicht in dem Ausmaß, wie es manche Leute behaupten. Das Dumme ist nur, dass die Leute glauben, bloß weil die Jungs die Ruttles sind, könnten sie sich einfach mit allem, was sie brauchen, selbst versorgen. Das geht einfach nicht. Wir schieben dem jetzt einen Riegel vor. Wir tun bereits etwas dagegen. Der Sumpf ist fast ausgetrocknet. Sachen kamen weg. Ich will das nicht bestreiten. Fernsehapparate. Irgendein Wagen, der Firma gehörte, ist verschwunden. Aber es ist nichts Extremes, wissen Sie. Obwohl, einmal kam ich rein und entdeckte, dass meine Büroeinrichtung weg war. Mhm. Aber sie war nur von Ronny Klein mitgenommen worden, der den Auftrag hatte, diese ganzen scheußlichen Diebstähle im Gebäude zu stoppen. Es war also alles in bester Ordnung. Also, wenn das alles gestoppt ist, glauben Sie, dass Ruttle Corps in Zukunft weitermachen wird? Aber hundertprozentig. Ich bin sicher, wenn wir dieser Art von miesen kleinen Klauereien ein Ende setzen, dann wird Ruttle Corps bestimmt noch überfallen. Eine Zeit lang lebten drei Ortsgruppen der Redditch Hells Angels im Keller der Ruttle Corps, bevor Stig die Nerven hatte, sie hinaus zu komplimentieren. Wer hat Stig verletzt? Eins von den Mädchen. Wer? Big Valerie hier. Wir sind mächtig betroffen, aber wir können leider nichts machen. Warum nicht? Weil sie haut mich sonst. Als nächstes eröffneten die Ruttles eine Modeboutique in London, die innerhalb von nur 3 Wochen nahezu $1 Million verlor, bevor Nasty sie in die Luft sprengte.
Dirk, der ist dein Freund. Er soll sich die Zähne putzen. Oh, hallo Nancy. Hallo Dirk. Hey, der hat was zerrissen. Tja, was willst du jetzt machen, Sid? Ich glaube, er ist verschwunden. Okay, dann verschwinde ich jetzt auch. Bald landeten die Ruttles in einem Scherbenhaufen persönlicher Probleme. Sie sangen zwar noch zusammen, aber sie sprachen nicht mehr miteinander. Und schon bald sangen sie nicht einmal mehr. Bis zum März 1969 war es mit der Gruppe derart bergab gegangen, dass sowohl Dirk wie Nasty heirateten. Dirk hatte seine Leidenschaft für Martini entdeckt. Eine französische Schauspielerin, die kein Wort Englisch sprach und herzlich wenig Französisch. Als sie in London heirateten, fand die Trauung vorsichtshalber auf Spanisch, Italienisch und Chinesisch statt. Nasty besuchte inzwischen eine Ausstellung zerbrochener Kunst in der Pretentious Gallery in Soho. Alle Exponate waren zunächst von hohen Gebäuden herabgeworfen worden, bevor sie ausgestellt wurden. Unter kleinen Geröllhalden entdeckte Nasty die Künstlerin höchstpersönlich, Chastity, ein einfaches deutsches Mädel, dessen Vater den Zweiten Weltkrieg erfunden hatte. Chastity faszinierte ihn mit ihrer destruktiven Kunst. Sie redeten die ganze Nacht hindurch, bis sie ihm ihre Pläne erklärt hatte, Künstler aus Flugzeugen abzuwerfen. Nasty betete sie an. Sie kündigten ihre Verlobung am nächsten Tag bei einer Pressekonferenz in seiner Dusche an. Wofür tut ihr das? Wir tun das für den Frieden und im Prinzip, um zu zeigen, dass die Welt allmählich ausflippt in ihrem Denken. Und was tut ihr da genau? Chastity und ich, wir beide werden nass in einer Dusche, weil wir grundsätzlich alles durchgesprochen haben. Und wir sind beide zu der Erkenntnis gekommen, dass im Grunde die Zivilisation nicht mehr ist als eine gut funktionierende Kloake. Und darum hoffen wir der Welt, irgendwie weiterzuhelfen, mit Hilfe von Klempnern. Nasty und Chastity tauchten nun Hals über Kopf in der Kunstszene unter. Das Gerücht aufkam, er sei eigentlich tot. Angeblich war er in einer Stichflamme in einem Wasserbettgeschäft verbrannt.
und durch eine Wachsfigur von Madame Tussaud ersetzt worden. Einige sogenannte Fakten gaben dem Gerücht neue Nahrung. Erstens hatte er nie etwas öffentlich gesagt. Er war zwar der stille Typ, aber seit 1966 hatte er kein Wort mehr gesprochen. Zweitens trägt er auf dem Cover ihres letzten Albums Shabby Road keine Hosen. Ein traditioneller italienischer Hinweis auf den Tod. Drittens, angeblich soll Nasty in dem Song I am the waitress, ich habe Steak begraben singen. Tatsächlich jedoch singt er Il Brestienia, was in sehr schlechtem Spanisch so viel bedeutet wie hast du einen Wasserbüffel. Viertens, auf dem Cover des Sergeant Rutters Albums sehen wir Steak deutlich in der Haltung eines toten Yetis, die das Rutländische Totenbuch so vorschreibt. Fünftens singt man das Stück von Sergeant Rutters Only Darts Club Band rückwärts. So klingt es angeblich wie Steak ist seit Ewigkeiten tot. Ganz, ganz ehrlich. In Wirklichkeit klingt es wie Dnab, Bulk, Strat, Ilnos, Tretors, Negras. Wahrscheinlich Nonsens. Steak war natürlich weit entfernt davon, tot zu sein, aber nicht weit entfernt vom Stadtteil Escher. Er war mit Gertrude Strange ins Bett gestürzt, einer großbusigen, biologisch einladenden amerikanischen Frau, deren Vater der Erfinder der meistverkauften Bombe Amerikas war. Als sie sich trafen, war es Liebe auf den ersten Blick. Barry hatte inzwischen auch ein Jahr im Bett verbracht, um Steuern zu sparen. Eric Manchester glaubt, dass er entweder in finanzieller Hinsicht fürchterlich beraten war oder krampfhaft versuchte, das Gerücht, Barry ist auch tot, in die Welt zu setzen. Als er endlich aufstand, war Ruttle Corps in einer gefährlichen finanziellen Krise. Nasty war in aller Eile aus seinen Flitterwochen in Nürnberg zurückgeflogen, um sich mit dem gefürchtetsten Veranstalter der Welt zu treffen, Ron D. Klein. D. Klein war als harter Mann gefürchtet. Sein einziger Schwachpunkt war seine Unehrlichkeit. Jeder konnte seine Akten einsehen, aber niemand konnte seine Abrechnungen finden. Seine Untergebenen erzitterten vor ihm in schierem Entsetzen. Die Menschen nahmen sich eher selbst das Leben, als ihm zu begegnen. Im Business wusste seine linke Hand nie, was seine rechte wem antat. Nasty betete ihn an. Er war ein Mann ganz nach seiner eigenen Brieftasche. Die Kleinen überzeugte die Ruttles, ihm all ihre Einnahmen anzuvertrauen, damit sie danach nie wieder an Geld denken müssen. Steak holte sich inzwischen finanziellen Rat von Billy Kodak. Zusätzlich hatte Dirk Arnold schwarzen, weißen, grünen, braunen, blauen Tickern zum Ende seines Namens eingeladen. Und Barry befragte alle 3,5 Minuten, dass sie ging. Die Anwälte vermehrten sich wie die Karnickel. Alle sind auf einmal erstaunlich prozessfreudig geworden. Oft habe ich noch vor dem Aufstehen jemanden verklagt. Ich habe in der Zeitung nachgelesen, ob ein Prozess gegen mich läuft, bin ins Büro gefahren und habe jemanden verklagt. Habe meine Kontoauszüge durchgesehen und die Bank verklagt. Dann war ich Mittagessen, habe das Restaurant verklagt, habe den Briefträger verklagt, die Nachmittagszeitung aus dem Kasten geholt, die Zeitung überflogen, die Zeitung angerufen, die Zeitung verklagt und fuhr nach Haus. Die Frau verklagt. Ihr fragt mich, wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Ich weiß auch nicht, wo das verdammte Geld ist. Ich war noch nie besonders gut mit Zahlen, das wisst ihr doch. Ich weiß absolut nichts über Mathe. Das war noch nie mein bestes Fach. Ich weiß nicht, wo das Geld ist, aber wenn du welches brauchst, gebe ich dir Geld. Aber das, wirklich, das trifft mich unglaublich hart. Ich bin schockiert. Ich dachte wirklich, uns würde etwas Stärkeres verbinden als nur Business. Ich meine, ihr wisst doch, dass ich euch mehr liebe als meine eigene Familie. Das tue ich. Ich möchte euch beschützen. Ich möchte euch helfen. Ich möchte euch beschützen vor der Außenwelt. Beschützen vor Leuten wie mir. Bei der letzten Sitzung trafen sich 134 Juristen und Buchhalter in einem kleinen, 4x5 Meter großen Raum. Nur 87 kamen lebend wieder heraus. Das schwarze Loch von Savile Row forderte die Leben der besten Investmentbanker einer gesamten Generation. Zum Glück war das kein ernsthaftes Problem. Die Ruttles waren offensichtlich dabei, sich selbst zu zerstören. Inmitten der allgemeinen Gerüchteküche wurde Let It Rot veröffentlicht. Als Film, als Platte und als Gerichtsprozess. 1970 verklagte Dirk, Steak, Nasty und Barry. Barry verklagte Dirk, Nasty und Steak. Nasty verklagte Barry, Dirk und Steak. Steak verklagte sich selbst versehentlich. Dies war der Anfang einer goldenen Ära der Anwälte. Aber für die Ruttles, live auf einem Londoner Dach,
war es der Anfang vom Ende. Das andere enorm populäre musikalische Phänomen, Sinatra und Presley und die Ruttles. Und dann sagen die Leute, wissen Sie, es ist Zeit, wissen Sie, alle 10 Jahre, wir werden die nächsten Ruttles sein. Ich glaube nicht, dass es nochmal Ruttles geben wird. 16 Jahre, nachdem die unverbrauchten Gesichter der 4 Filzköpfe, wie wir sie nannten, zum ersten Mal in das Auge der Öffentlichkeit traten und 8 Jahre nach ihrer Trennung, wo sind die Ruttles heute? Dirk hat mit seiner Frau Martini eine Punkrock-Gruppe gegründet, die sich The Punk Floyd nennt. Er singt und sie nicht. Nasty hat der Welt den Rücken gekehrt und ist allein mit sich und seinen Gedanken und Erinnerungen. Barry ist heute Friseur in der Gegend von Reading und nennt 2 voll ausgestattete Salons sein eigen. Während Steak als Flugbegleiterin für Air India arbeitet. Tja, der Ruhm ist eine launische Geliebte. Wie viele Menschen erinnern sich heute überhaupt an die Ruttles und das, was sie waren? Wir fragten die Öffentlichkeit, was ist eigentlich ein Ruttle? Entschuldigung, Madam, wir machen einen Dokumentarfilm. Könnten Sie mir ein paar Fragen beantworten? Nein, tut mir leid, ich beantworte gar keine Fragen. Es kostet Sie nur ein paar Sekunden, unsere Kamera läuft bereits. Aber verstehen Sie, ich habe es eilig. Wir kommen aus England und machen einen Dokumentarfilm, nur eine Frage. Na gut, meinetwegen. Vielen Dank, bitte stellen Sie sich genau hier hin. Okay, wer waren die Ruttles? Ich weiß nicht. Kommen Sie, das müssen Sie wissen. Tut mir leid, ich weiß es nicht. Aber sicher doch, Sie wissen es. Wirklich, ich weiß es nicht. Wer waren die Ruttles? Ich weiß nicht. Doch, wissen Sie doch. Nein, weiß ich nicht. Doch, Sie kennen die Ruttles. Ich weiß nicht, wer die sind. Wer waren die Ruttles? Sagen es Sie doch. Es tut mir ja leid, aber ich weiß nicht, wer die waren. Wer sind die weiß Ruttles? Weiß ich nicht. Wissen Sie doch. Weiß ich nicht. Sie wissen genau, wer die Ruttles waren. Wer waren die Ruttles? Die Ruttles waren ein englisches Filzkopfquartett, das in den 60er Jahren mit seinen eingängigen Melodien, seinem verrückten Liverpooler Humor und seinen Eskapaden die Welt zum Zwingen brachte. Exemplarisch dargestellt in Filmen wie Hard Day's Rush und Ouch, wurden Dirk und Nasty, die anerkannten Chefs der Gruppe, bestens ergänzt durch Steak, den Stillen, und Barry, den Schlagkräftigen, und bildeten eine herzerwärmende, freche, liebenswerte, talentierte, nicht-jüdische Gruppe, die die Herzen der Welt erfreute. Ja, 1962 traten sie im Cavern Club auf. Danach verbrachten sie einige Monate in Hamburg. Danach traten sie einen Siegeszug an. Halten Sie endlich die Klappe! Von New York wieder nach London. Ich stehe an der Kreuzung, wo die Ruttles-Legende endete. Hier nun also geschah es tatsächlich, dass die 4 Filzköpfe Dirk, Nasty, Steak und Barry
die Ruttles, das Gesangsphänomen, das die 60er zu dem machte, was sie heute sind. Hier war es tatsächlich... Mick, warum, deiner Meinung nach, haben sich die Ruttles aufgelöst? Warum ich glaube, dass sie das taten? Warum lösten sich die Ruttles auf? Frauen. Einfach Frauen. Das muss es gewesen sein. Cherchez la femme, verstehst du? Glaubst du, dass sie jemals wieder zusammenkommen? Ich hoffe nicht.